Jetzt habe ich mich voll gekleckert. Geil. Mann, ey, ich brauche ein Format, zack mit Themen auf Twitter, dass mir nichts Eigenes einfällt, ist wirklich elendig bitter. Aber gibt es eine Frage, die du hast? Schreib mir eine Message und dann labern mit Lukas. So, das ist jetzt eine kleine Testaufnahme. Ich hoffe, man hört dieses Objektiv nicht so doll wie das andere Objektiv. Es ist schon ein Objektiv unterwegs, welches man nicht mehr hören wird. Es muss jetzt mein Nasenspray noch wirken. Und dann kann es auch schon losgehen. Es dauert jetzt noch. Ich muss noch kurz warten. 2 hours later. Aber in der Zeit kann ich schon mal die Leute aufzählen, die mir etwas gespendet haben bei PayPal. Und zwar ist das einmal die Sophie. Danke, Sophie. Dann ist es der Marvin und Marvin, Respekt an dich, du hast mir 1 Cent gespendet und bei PayPal kann man so eine Nachricht anfügen, so eine kleine Nachricht. Er hat mir 1 Cent gespendet und dazu gesagt, mehr Stegi-Lieder bitte. Ja, danke auf jeden Fall für 1 Cent und für diese Nachricht. Ich werde gucken, was ich machen kann. So, dann noch vielen Dank an René und René schreibt dazu in die Mitteilung, ich liebe deine Lieder. Sorry, dass es nur so wenig ist. Habe gerade selber nicht so viel. Werde dir bald nochmal mehr schicken. Ja, danke, dass dir meine Lieder gefallen auf jeden Fall. Es freut mich. Und ich habe schon mal gesagt, bei PayPal, es kommt nicht darauf an, wie viel. Wir haben es eben bei Marvin gesehen. 1 Cent reicht vollkommen. Es kommt auf die Tat darauf an. Und ich freue mich über jede Unterstützung, sei es nun ein Kommentar oder sei es eine 1-Cent-Spende bei PayPal. Vielen Dank, auf jeden Fall. So, dann noch vielen Dank an Patrick. Und Patrick schreibt, so Lukas, für deine geilen Songs, mein Teil für dich. Du hast mir gezeigt, dass Rap echt cool sein kann. Du hast mich überzeugt, mach weiter so. Du hast allen Support verdient. LG Paddy. Paddy. Geiler Spitzname auf jeden Fall. Die letzte, die gespendet hast, ist Stephanie. Danke an dich. Das war's. Falls ihr mich unterstützen wollt, Link, PayPal-Link, in der Beschreibung. So, mein Nasenspray hat gewirkt. Ich würde sagen, let's go! So, ich habe jetzt doch mal die Schärfe festgestellt, denn ich habe eben bemerkt, dass das Geräusch doch ziemlich penetrant und ziemlich laut ist. Bin nicht der Beste im Schärfe feststellen, deswegen, ich hoffe mal, ich bin einigermaßen scharf. Wenn nicht, es tut mir leid. So, ja, kommen wir zur ersten. Ich sag gar nichts mehr. So, kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, Fight the Humans fragt, was hattest du dir erhofft, als du mit YouTube angefangen hattest? Damals war es so, also zu meiner Zeit, ich mache schon sehr, sehr lange YouTube. Halt damals mit meinem Klavier-Channel und so weiter und so fort. Und damals hat man sich wirklich irgendwie nichts erhofft. Man hat halt angefangen aus Langeweile, einfach so. Und wenn es ein paar Leute geguckt haben, super. Aber damals war es halt egal, ob man dann ja, viele Abonnenten hatte oder wenig Abonnenten. Weil man das einfach alles zum Spaß gemacht hat. Und irgendwie, ja. Diese Saskia fragt, welche Superkraft hättest du gerne? Teleportieren. Teleportieren wäre cool. Glaube ich. Layla Bö? 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 Könnte man so aussprechen. Fragt, kannst du mal ein Video über Fotografie machen? Ist sowas vielleicht schon in Planung? Und ja, ich hatte wirklich so eine Idee, denn ich bin ja sehr oft
unterwegs, sehr oft wandern, irgendwo in den Bergen meistens, und habe da immer meine Kamera dabei, auch mein Handy dabei, und mache viele Fotos für Instagram und so weiter und so fort. Und viele fragen halt: Lukas, wie machst du die Fotos? Worauf achtest du? Oder was auch immer. Und ich hatte schon mal so eine Serie in Planung. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das bald mal so als Testfolge und gucke, wie das ankommt. Und in der Serie wollte ich halt dann ein bisschen erzählen, wie ich mit meinem Handy zum Beispiel ein Instagram-Foto mache. Ich blende euch hier mal irgendeins ein. Wie ich zum Beispiel dieses Instagram-Bild mache. Worauf ich achte, wenn ich mich positioniere mit der Kamera, was ich vielleicht einstelle und wie ich es vielleicht auch bearbeite. Ja, wenn ihr Lust auf sowas habt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann ich mal sowas umsetzen. Fotografin aus Leidenschaft fragt: Wer ist dein momentaner Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber zeichnet sich dadurch aus, dass ich ihn vorm Schlafengehen immer gucke. Das sind so, also ich hebe mir für die, meine Lieblings-YouTuber, hebe ich mir den ganzen Tag das Video auf, bis zu dem Moment, bevor ich schlafen gehe, und gucke dann diese Videos wirklich ganz kurz vorm Schlafengehen. Und momentan ist es eigentlich fast jeden Tag Manu, also GLP. Also den gucke ich, das ist wirklich das letzte Video, was ich den Tag gucke vorm Einschlafen. Also quasi Manus Tumorstimme, ja, ist das letzte, was ich höre, bevor ich einpenne. Also klar, es gibt noch mehrere, die ich sehr, sehr gerne gucke, wie zum Beispiel Simon und Gomme momentan. Luca gucke ich auch häufiger, und noch viele andere, auch viele englische YouTuber. Auch viele, die ich zwischendurch gucke und so weiter. Also wirklich, wirklich viele. Ja. Ich kann gar nicht sagen, wer da mein Lieblings-YouTuber wirklich ist. Ich kann nur sagen, dass GLP momentan wirklich fast jeden Tag derjenige ist, dessen Stimme ich als letztes höre, bevor ich schlafen gehe. Pauline Tjarks fragt: Was für Songs sind für die nächste Zeit geplant? Was auf jeden Fall geplant ist, wo ich schon letztes Mal eine Idee hatte, ist ein Song über Minecraft Reset. Und das ist auf jeden Fall noch geplant. Dann sind noch ein paar Hymnen geplant. Ein paar Thementracks sind auch noch geplant. Und dann ist auch schon bald wieder Varo. Zu Varo sage ich auch gleich noch was. Ihr habt es in der Überschrift schon gelesen. Seid gespannt. Genie's World schreibt: Dein Leben scheint perfekt zu laufen. Du lebst deinen Traum, aber bist du wirklich glücklich? Stehst du jeden Morgen auf und denkst, es gibt nichts, was mich glücklicher machen kann? Gibt es Momente, in denen du dir denkst, halt, stopp, das wächst mir alles über den Kopf? Ja, das ist menschlich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man immer denkt, das andere Leben ist perfekt und nur das eigene ist, im eigenen Leben läuft alles schief. Und ich kann euch sagen, bei mir läuft auch sehr viel schief, sehr viel läuft scheiße, auch sehr viel läuft ultra scheiße. Ich denke, jeder hat da seine Probleme und seine Sorgen, mit denen man irgendwie klarkommen muss, so ist das Leben. Und es gibt solche und solche Tage. Klar, manchmal, oder ich würde das hier so, wie ich es jetzt mache, nicht machen, wenn ich nicht morgens aufstehen würde und denken würde, mit dem, was ich mache, bin ich so glücklich. Sonst, wenn ich nicht glücklich wäre damit, dann würde ich das schon lange nicht mehr machen, weil da bin ich einfach nicht der Typ für, der irgendwas macht, was ihn überhaupt nicht glücklich macht. Das zudem, aber natürlich, es gibt immer Momente, teilweise gibt es täglich Momente, wenn es mir nicht so gut geht, wo ich denke, das wächst mir alles über den Kopf, wie zum Beispiel der ganze Papierkram. Wenn man sich jetzt selbstständig gemacht hat und das versuchen will, irgendwie über die Runden zu kommen, dann gibt es so viel Papierkram. Man muss alles selber machen, wenn man selbstständig ist. Man kriegt keine Hilfe vom Staat, man muss alles dazu zahlen und schieß mich tot. Das sind so Sachen zum Beispiel, von denen ich auch überhaupt keine Ahnung habe. Und dann wird es halt immer umso schwieriger, irgendwie das hinzubekommen. Aber es funktioniert alles, wenn man sich Ziele setzt. Ich empfehle euch wirklich, setzt euch Ziele. Ihr schafft diese Ziele, ihr schafft es zu diesen Zielen. Und gebt einfach nicht auf. Auch wenn ihr denkt, irgendwie, in meinem Leben läuft alles schief, bei den anderen läuft alles super. Glaubt mir, bei den anderen läuft überhaupt nicht alles super. Jeder hat seine Probleme. Jeder muss diese Probleme bezwingen. Setzt euch Ziele, ihr bekommt das hin und glaubt an euch. Das ist die Hauptsache. Dir liegen deine Fans ja ziemlich am Herzen. Wieso versuchst du eigentlich so persönlich mit allen in Kontakt zu treten?
Ich habe großen Respekt davor. Andere YouTuber sind da ja leider nicht so. Ja, danke. Ich nehme das mal jetzt als natürlich als Kompliment. Klar, ich finde es wichtig, einfach mit seiner Community in Kontakt zu bleiben, auch um zu wissen, was passiert gerade, was geht überhaupt ab, was ist gerade so im, was, über was reden die Leute. Und also ich fühle mich oft selbst auch als ganz normaler Zuschauer natürlich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel beispielsweise ein Video von GLP gucke oder Simon gucke und ich denen irgendwas schreibe unter das Video oder was auch immer und die mir zum Beispiel antworten, dann freue ich mich auch immer noch, obwohl viele sagen, Mensch Lukas, du gehörst doch quasi dazu jetzt zu den Leuten, was machst denn du hier für einen Aufstand, ne? Und es freut mich einfach trotzdem und da ich diese Freude auch immer noch so fühle vielleicht, will ich diese Freude auch gerne vermitteln. Weil es finde ich für mich ist es kein Problem, irgendwem von euch zu antworten. Für mich ist es kein Problem, irgendwie eure Tweets alle zu lesen und wenn ich es cool finde, zu favorisieren. Und für mich ist es halt toll zu sehen, wenn jemand dann sich sogar freut darüber, dass ich vielleicht irgendwas favorisiert habe oder so. Ja, das, ich finde das einfach schön. Ja. Ja, macht euch auch nichts draus, wenn ein großer YouTuber zum Beispiel euch nicht antwortet. Vielleicht hat er irgendwas zu tun gerade oder hat es einfach übersehen. Ich übersehe mittlerweile auch viele Sachen. Aber es freut mich, dass euch das auffällt, dass ich da zumindest versuche, viel zu bewegen, viel zu machen. Das freut mich. So, dann gab es am Ende, glaube ich, vom letzten Labern mit Lukas die Szene, in der ich gesagt habe, ich hatte überlegt halt, ich wollte gerade noch was sagen, aber dann dachte ich mir, das wäre ein guter Titel für ein anderes Labern mit Lukas Video und dann habe ich mir gerade überlegt, es doch nicht zu sagen. Jetzt denkt ihr, oh, was wollt ihr sagen? Aber ich werde es euch nicht sagen, sondern ich werde es euch im nächsten Labern mit Lukas Video sagen. So, ob ich mir vorstellen könnte, bei Varo mitzumachen und ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und mir so gedacht, ja. Warum nicht? Ich bin zwar total der Minecraft-Noob, ja, in PvP. Ich kann wirklich gar nichts, denke ich mal. Und es wird auch sicherlich schwierig, überhaupt irgendwen zu finden, der mit mir spielen möchte. Aber die Idee wäre cool. Und was ich am coolsten daran finde oder finden würde, wäre, dass ich sterbe wahrscheinlich in den ersten Folgen, was ja auch nichts macht irgendwie. Aber ich könnte dann meinen eigenen Todsong schreiben und das wäre schon irgendwie echt crazy. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Findet ihr das cool? Würdet ihr es sehen? Und vor allen Dingen, sollte ich das dann hier auf dem Kanal hochladen oder sollte ich dafür einen neuen Kanal aufmachen? Aber erstmal, wie findet ihr generell die Idee? Was sagt ihr dazu? Würde mich interessieren. Schreibt rein. Dort unten, Leute. Dort unten. Ihr wisst es. Dort unten werdet ihr glücklich. Dort unten werden eure Träume wahr. Also nicht bei mir dort unten, sondern in der Kommentarbox. Ihr wisst Bescheid. Das war's auch schon wieder von der Folge Labern mit Lukas. Ich hoffe, es war recht unterhaltsam für euch. Ich hoffe, dass bei solchen Videos immer sehr, dass es irgendwie ein bisschen unterhaltsam war. Denn solche Labervideos sind nicht jedermanns Sache und bei mir gibt's da eigentlich nur Songs oder hauptsächlich Songs. Wenn ihr das Video cool fandet, schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen hier, wenn ihr bis hier geguckt habt, Leute. Wenn ihr es wirklich bis hierhin euch angetan habt, dann ist es quasi eure Pflicht, einen Daumen hier zu lassen. Nein. Macht wie ihr wollt, aber lasst gerne einen Daumen hier. Schreibt irgendeinen Müll in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich lese das. Bis zur nächsten Folge Labern mit Lukas. Die nächsten Songs sind schon in Planung. Leider bin ich halt ein bisschen erkältet, muss mich mit Nasenspray immer voll pumpen, damit das irgendwie geht. Bis dahin, bleibt sauber. Und jetzt muss das, jetzt kommt gleich die Endcard runter. Die Endcard, die coole Endcard. Jetzt muss sie runterkommen. Ich kann sie auch nehmen und